Hallo Kackbratze. Chubby Wubby, this is Hubby Dubby. Are you there? Wenn man mal 20 Jahre zurückblickt, dann könnte man meinen, dass damals noch viel mehr erlaubt war. Klar gab es auch damals immer wieder einen großen Aufschrei, wenn man zu viel Gewalt witterte. Gerade bei Spielen wie GTA 3 oder Manhunt aus dem Hause Rockstar gingen so ziemlich alle auf die Barrikaden, die auch nur irgendwie ihren Namen tanzen konnten. Es gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Damals wollte man mit alten Mustern brechen. Man wollte mehr Sex, Drugs und Rock'n'Roll in Videospiele bringen und sich von dem kindlichen Image verabschieden. Mit den immer leistungsstärkeren Systemen konnte man endlich der Fantasie ihren freien Lauf lassen und mehr als nur 5 Pixel auf den Bildschirmen hin und her schubsen. Leider ging dieser Punk in der Videospielbranche wieder verloren. Schlimmer noch, wurde nicht genug inkludiert, gegendert oder in irgendeiner Form irgendwas politisch reingewaschen, kriechen wieder mal 30 Social Justice Warrior aus ihren Löchern und brechen absurde Diskussionen vom Zaun. Und da dies nun zu weit vom Thema weggeht, konzentrieren wir uns wieder auf die besseren Zeiten und dem Rock'n'Roll in Videospielen. Hold it right there! Mit dem im Jahr 2001 veröffentlichten GTA 3 haben die Leute von Rockstar jedenfalls gezeigt, was damals auf der PS2 so alles möglich war. Ein Jahr später gab es mit State of Emergency ein Spiel, das irgendwie auf dieser Welle mitschwimmen wollte. Und auch wenn viele dieses Spiel immer wieder irgendwie mit GTA 3 vergleichen, haben die Spiele kaum etwas gemeinsam, auch wenn der Rockstar-Stern ganz dick auf dem Cover klebt. Weder haben dieselben Entwickler dran gearbeitet, noch benutzt es die Engine von GTA 3. Wobei man sagen muss, dass State of Emergency trotzdem ein technisches Meisterwerk ist, denn die Entwicklerbutze Wies Entertainment hat es irgendwie geschafft, dass sich hunderte Charaktere gleichzeitig auf dem Bildschirm befinden können, ohne dass dabei die PS2 merklich in die Knie geht. Auch was das Gameplay betrifft, haben GTA 3 und State of Emergency nicht viel gemeinsam. State of Emergency tritt in die Fußstapfen der klassischen Arcade-Prügler wie Final Fight oder auch Double Dragon und würzte das alte Prinzip mit einer großen Portion Chaos und Waffen auf. Kurz gesagt, es ist ein großartiges Krawallspiel. Man schlägt Fensterscheiben ein, sprengt Autos in die Luft, schießt auf Menschen und zerstört so viel wie möglich. Ob das Spiel eine Story hat, darauf könnt ihr euren Arsch verwetten. Sehr viel darf man aber nicht erwarten. Your corporation food vouchers are worth double points, so blast off to Rocket Burger. Meanwhile, the police have imposed a citywide lockdown on areas of capital. Im Jahr 2023 wurde die Regierung der Vereinigten Staaten durch eine Wirtschaftskrise in die Knie gezwungen. Als Reaktion darauf baut die American Trade Organization, im Spiel als The Corporation bekannt, eine paramilitaristische Kraft auf, stürzt die Regierung, übernimmt die Vereinigten Staaten von Amerika und errichtet einen korporatisierten totalitären Polizeistaat. Auf Dauer konnte das natürlich nicht gut gehen und so wurde dann 2035 eine Widerstandsgruppe namens Freedom gegründet, die nun den Polizeistaat in Schutt und Asche legen möchte. Darauf wurde nun ein landesweiter Ausnahmezustand ausgerufen und das ist im Prinzip schon alles, was man zur Story wissen muss. Als Spieler übernimmt man nun die Rolle von diversen Mitgliedern dieser Widerstandsgruppe und zerstört und tötet nun alles, was einem in den Weg kommt. Bei all der Action sollte man trotzdem aufpassen, dass man nicht aus Versehen die wie wilde Hühner herumlaufenden Zivilisten kalt macht. Das wird natürlich streng bestraft. Denn schließlich besteht das Ziel des Spiels darin, das Regime zu stürzen und nicht hirnlos irgendein Blutbad zu veranstalten. Also rein theoretisch. Wir müssen ja irgendwie den Schein wahren. Damit keine Langeweile aufkommt, gibt es in State of Emergency gleich zwei verschiedene Spielmodi. In Revolution klappert man eine Reihe von Missionen ab, während man in Chaos, wie der Name schon vermuten lässt, so viel wie möglich zerstören muss, um den Highscore so weit wie möglich in die Höhe zu treiben. Leider hat man es hier verpasst, dem Spiel einen Mehrspielermodus zu spendieren. In Revolution folgt man wie gesagt der Story des Spiels, die mit bis zu 185 Missionen einen stundenlangen Spaß verspricht, wobei man von Kapitel zu Kapitel auch an diversen Schauplätzen vorbeikommt, beginnend im Einkaufszentrum von Capital City, über Chinatown bis hin zur Zentrale des Regimes. Zu Beginn stehen einem auch nur zwei verschiedene Charaktere zur Auswahl, aber im Verlauf wird man noch weitere Protagonisten freischalten werden. Während den Missionen wird man auf einen Sack von Leuten treffen, die uns eben eine Vielzahl von Missionen auftischen. Die Missionen teilen sich dabei in typische Verfolgungs- oder Angriffmissionen auf und natürlich dürfen auch nervige Escort-Missionen nicht fehlen. 185 Missionen klingt jetzt viel, aber mit der Zeit wird man feststellen, dass die Sache irgendwann doch sehr eintönig wird, da man im Prinzip immer wieder denselben Scheiß erledigen muss. Aber State of Emergency wurde ja nicht entwickelt, um eure Gehirnzellen zu trainieren, sondern dass man eben für eine gewisse Zeit seine grauen Zellen zum Schaukeln schickt und man einfach nur sehr viel Spaß mit sehr viel Zerstörung haben soll. Ab
Ab einer gewissen Zeit wird sich also euer Denkapparat verabschieden und Hände und Augen werden komplett in Autonomie arbeiten. Das Spiel wird aus der Third-Person-Perspektive gespielt. Die Kamera folgt locker dem Spielgeschehen, kann aber mit einem Tastendruck jederzeit neu justiert werden. Grundsätzlich leistet die Kamera sehr gute Arbeit, aber da es doch mitunter sehr, sehr hektisch wird, hätte man sich eine etwas schnellere und flüssigere Optik gewünscht, da ein Bruchteil einer Sekunde schon über Leben und Tod entscheiden kann. Die Steuerung ist zumindest sehr fluffig und man muss sich zum Glück auch nicht zu viel Gedanken über die Tastenbelegung machen. Die Entwickler wussten ja, dass sich das Gehirn nach ca. 5 Minuten in den AFK-Modus versetzen wird. Die Spieler können gehen, rennen oder sprinten und haben eine ansehnliche Auswahl an Kampfbewegungen, wie man es von einem Prügler eben erwartet. Die Animation und Kontrolle über die Charaktere ist leider nicht so gut wie in anderen Spielen. Und die mangelnde Präzision kann mitunter dazu führen, dass man unfairerweise allzu früh den Löffel abgeben wird. Damit das allerdings nicht allzu früh passiert, gibt es neben der Faust- und Fußtritten noch eine Menge an Waffen. Darunter befinden sich zum Beispiel ein Schwert, eine Pistole, eine Schrotflinte, AK-47 oder auch Flammenwerfer und Granaten. Und wer will, kann auch herumliegende Objekte in Waffen verwandeln. Das Potpourri der verfügbaren Objekte ist relativ umfangreich und besteht größtenteils aus Kisten, Mülltonnen, Bänken und vielen anderen Kram, wie etwa auch die abgeschlagenen Köpfe eurer Feinde, die ihr mit voller Wucht durch die Gegend schleudern könnt. Das ist jetzt nicht besonders subtil, aber zumindest folgt man einer gewissen Philosophie. Zu Beginn wird man auch mit kleineren Waffen beginnen und erst im Verlauf darf man sein Arsenal mit den größeren Wummen bestücken. Und dann haben wir noch den vorhin genannten Chaos-Modus. Der ist jetzt zwar weniger tiefgründig wie der Story-Modus, ist aber im Prinzip das Sahnehäubchen des ganzen Spiels. Dieser Modus ist in drei verschiedene Spielmodi aufgeteilt, wobei zwei mit einem Zeitlimit von 3 und 5 Minuten versehen sind, sowie ein zeitlich unbegrenzter Modus. Das Ziel ist aber immer dasselbe, Gehirn aus und so viele Punkte wie möglich machen. Dabei gilt es, diverse Haupt- und Nebenziele zu erfüllen. Für eine ordentliche Portion an Punkten sorgen diverse Multiplikatoren, damit am Ende auch ein ansehnlicher Highscore zustande kommt. Getötete Zivilisten werden euch allerdings von eurem Punktekonto wieder abgezogen. Der Chaos-Modus macht dabei seinen Namen alle Ehre, da der Kern des Modus im Prinzip nur darin besteht, so viel Terror wie möglich zu verbreiten. Mit den gesammelten Punkten wird man auch neue Gebiete öffnen und zu guter Letzt sogar einen Lastklon-ständigen genannten Bonus-Modus. Das Einzige, was man hier wirklich vermisst, ist ein Mehrspieler-Ding, denn der Chaos-Modus wäre perfekt für ein riesengroßes Handgemenge unter Freunden, entweder gegeneinander oder auch in einem kooperativen Modus. Aber vielleicht war dann doch die Technik ein kleiner Flaschenhals, der einem vernünftigen Mehrspieler-Modus den Riegel vorgeschoben hat. So konzentriert sich State of Emergency einzig und allein auf eine brachiale Einzelspielererfahrung, die allerdings absolut perfekt umgesetzt wurde und einen bombastischen Spaß verspricht. Was State of Emergency aber auch so besonders macht, ist die eigens auf die PS2 zugeschnittene Engine. Das Spiel wurde zwar ein Jahr nach dem Release der PlayStation-Version auch für die Xbox und PC portiert, aber dort fühlt es sich meiner Meinung nach nicht richtig an. Was das Spiel ebenso besonders macht, sind die Unmengen an gleichzeitig auf dem Bildschirm agierenden Charaktere. Angeblich sollen bis zu 250 Leute angezeigt werden können, die jeweils ihren eigenen KI-Pfaden folgen und in Echtzeit auf die Action um sie herum reagieren. Es ist wirklich erstaunlich, zu was die zickige CPU der PS2 damals schon imstande war. Die Charaktere gingen in Deckung und man konnte förmlich deren Angst in ihren Gesichtern sehen. Sie zitterten und schrien, wenn neben ihnen mal wieder eine Granate in die Luft ging, womit man eine absolut dichte und sehr hektische Atmosphäre erzeugen konnte, die dem Spieler auch glaubhaft vermittelte, dass das verursachte Chaos den Einwohnern nicht am Arsch vorbeigeht. Das kriegen nicht mal heutige Spiele so richtig gut gebacken. Wenn man auch genau hinschaut, dann sieht man, dass die Charaktere auch erst im letzten Moment vollständig gerendert werden. In der Entfernung sieht man meist nur eine Ansammlung aus Polygonen mit nur sehr wenig Details, die erst schrittweise mit einer verminderten Entfernung nachgeladen werden. Dieser Trick machte das Darstellen von hunderten Charakteren erst möglich. Optisch wirkt das Spiel eher humorvoll und es sieht so aus, als hätten sich die Künstler aus mindestens zwei Gründen für einen Comic-Look entschieden. Erstens wird mit einem eher einfachen Design die GPU und CPU weniger hart belastet und zweitens konnte man die Gewalt rein optisch etwas entschärfen. Und dabei hat man enorm viel Arbeit in die Objekte im Spiel gesteckt, darunter eben Gebäude, Fahrzeuge, Schaufenster, Hydranten und auch imposante Wasserfontänen. Das Design ist zwar minimal, aber ausreichend gut strukturiert. Die Charaktere sind mehr oder weniger Karikaturen und verfügen meist über riesige Bäuche, Beine so schön wie Baumstämme und Hände, die man ganz grob aus einem Stück Holz geschnitzt hat. Nicht wirklich aufregend, aber alles sehr brauchbar. Und trotz der Vielzahl an Charakteren hatte man trotzdem ein Auge darauf, dass die Statuen nicht immer ein und dieselben sind. Letztendlich lebt State of Emergency ja nicht wegen seiner grafischen Finesse. Es soll vielmehr eine komische Natur zur Schau stellen. Eine alberne Karikatur der realen Welt, in der zwar sehr viel Gewalt ausgeübt wird, aber durch die minimale Optik dennoch genug Abstand zur Realität entsteht. Und das macht eben dieses Spiel so perfekt.
Es besteht dieser Hauch von Gesellschaftskritik und ein enormes Potenzial an Gewalt, das allerdings wegen der humorvollen Optik so zart rüberkommt wie ein Stück saftiges Steak. Nicht ganz so zart ist allerdings der Sound im Spiel. Mehr oder weniger ist es ein ohrenbetäubender Lärm. Mal davon abgesehen, dass man selbst eine Menge Chaos verursacht, ist die Luft gefüllt mit den Schreien von Hunderten von Menschen, die wie die Hühner durch das Level laufen. Sie brüllen, stöhnen und weinen vor Schmerzen und mit den Geräuschen eurer Waffen ergibt das eine kraftvolle Symphonie der Zerstörung, die mit jeder Explosion heftiger wird und für einen Sack voll Nervenkitzel sorgt. So weiß man auch gar nicht, ob im Hintergrund etwas Musik vor sich hin dudelt. Soweit man das beurteilen kann, handelt es sich um eine Mischung aus Rock und Techno. Allerdings bleibt davon nicht mehr als ein Rauschen übrig. Das hat den Vorteil, dass sie somit auch nicht als störend empfunden werden kann. Ich weiß nicht, wie sehr State of Emergency im Gedächtnis der Spieler hängen geblieben ist. Damals erhielt das Spiel gar nicht mal so schlechte Bewertungen und ließ sich dementsprechend auch ganz gut verkaufen. Das kann man leider vom zweiten Teil nicht mehr sagen, da man das saftige Gameplay gegen einen langweiligen Shooter tauschte, weshalb es dann auch eher schlechte Kritiken hagelte, wenn man sich überhaupt die Mühe gemacht hatte, das Spiel zu rezensieren. Darüber hinaus gibt es auch nicht mal mehr den Rockstar-Stempel, da sich mangels Interesse seitens Rockstar Vice Entertainment an den Publisher South Peak Interactive gewandt hat. Grundsätzlich ist zwar State of Emergency nicht die feine hochpolierte Perle wie alle anderen Rockstar-Spiele. Es ist intensiv, wild und sogar ein wenig schockierend, da man trotz der humorvollen Optik hunderte von Menschen niedermähen kann, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Selbst wenn sich die Missionen rein von Inhalt auf Dauer wiederholen, macht das Spiel trotzdem Spaß. State of Emergency ist ein Prügler für den wohl intensiveren Geschmack und wer sich darauf einlässt, wird vermutlich sehr schnell ein sehr hohes Suchtpotenzial entwickeln. Und wenn man sich mal das Chaos so anschaut, dann kann man auch verstehen, warum. Leider bietet das Spiel keine nennenswerten Zwischensequenzen oder einen Abspann. Corporation Peacekeeping Forces seem to have been pushed back from Chinatown by the Freedom Faction. The corporation has declared Chinatown a disaster area and all citizens are ordered to evacuate to corporation-approved relocation camps. Das ist aber auch schon fast alles, worüber ich mich beschweren könnte. Solltet ihr dieses Spiel damals verpasst haben, dann solltet ihr unbedingt zugreifen. Und da anscheinend auch kein Hahn danach kräht, gibt es die geballte Ladung Chaos auch für sehr kleines Geld auf eBay zu kaufen. Es spricht also nichts dagegen, warum man nicht zugreifen sollte. Außer ihr seid spaßbefreite Reaktionisten, die Freude daran haben, Dinge aus dem Zusammenhang zu reißen und sich auch noch von einem Salatblatt getriggert fühlen. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.